Kurze Frage. Ihr wart ja, also was ich total großartig finde, ihr tut ja irgendwie ganz, ganz, ganz viel. Dann habe ich gehört, irgendwie von euch war eine ganze Weile nicht zu hören, ihr nehmt eine Auszeit, hier Burnout und was ich nicht alles so gehört habe. Jetzt erzähl mal. Ja, ja, Gerüchteküche, Gerüchteküche. Es gibt manchmal echt irgendwie Sachen, die dann auch im Netz stehen, auf irgendwelchen Seiten, wo mich dann Leute anschreiben, was ist los, ihr habt euch getrennt. Stimmt nicht. Mhm. Also ein für alle Mal. Gerüchteküche, zack, weg. Wir haben uns nicht getrennt, wir haben auch keinen Streit und wir hatten auch keine Auszeit. Wir haben angefangen 2010 irgendwie das zweite Album, da waren wir noch ein bisschen live unterwegs und dann haben wir mit dem zweiten Album angefangen, genau. Tada! Ewig heißt das übrigens, ne? Genau, genau. Ewig. Und ja, das hat einfach eine ganze Weile gedauert, weil da drauf sind jetzt halt irgendwie 13 Songs. Mhm. Und man macht aber natürlich, um ein Album zu produzieren und aufzunehmen und fertigzustellen, nicht nur 13 Songs, sondern wahrscheinlich doppelt so viele oder vielleicht noch mehr manchmal. Und es dauert einfach eine ganze Zeit, auch dann die richtige erste Single zu finden, mhm, und den richtigen Sound fürs zweite Album. Und dadurch hat es einfach eine ganze Weile gebraucht. So. Aber ich nehme mir lieber ein bisschen mehr Zeit und mache das dann in Ruhe und schön und kein Schnellschuss. Von daher bin ich stolz und freue mich auf das Zeit. Oh, das verstehe ich vollkommen. Du hattest es vorhin schon angesprochen, ihr habt 13 Songs. Ist es irgendwie Zufall oder ist es deine Glückszahl? Meine nicht, aber ich glaube, mein Produzent liebt die 13, der Ingo. Verstehe ich. Das verstehe ich auf jeden Fall. Ihr habt ja, wie gesagt, schon eine ganze Weile gebraucht irgendwie für das zweite Album. Was ist anders als beim ersten? Ja, also ich würde sagen, es ist wesentlich dynamischer als das erste. Also wir haben mehr schnellere Nummern und auch mehr noch rockigere Nummern. Trotzdem natürlich auch so sphärische Balladen, mhm, so die unter die Haut gehen sollen. Und ja, aber weiterhin auf jeden Fall Wert gelegt auf gute deutsche Texte. So, mhm, was auf jeden Fall Eisblume auch ausmacht und was wichtig ist, mir auch sehr wichtig ist. Welche wird denn die zweite Single-Auskopplung sein? Wisst ihr das denn schon? Nee, wir streiten noch. Wir streiten noch, wir diskutieren noch. Nee, aber tatsächlich wissen wir es wirklich noch nicht. Also es ist so, jeder hat ja immer so seine Lieblingslieder und so, ja, das ist echt schwer. Naja, aber ich meine, wir wissen doch alle, dass man auf dich hören muss in dem Fall, oder? Welcher ist denn deiner? Cool. Welcher ist denn deiner? Das ist auch so schwer, ja, weil es gibt wirklich, also zum Beispiel, welchen ich live total liebe, ja, ist Zweites Gesicht. Okay. Das ist richtig eine Rocknummer, die geht gut ab und die macht live total Spaß zu spielen. Welchen ich immer so persönlich sehr schön finde, ist Warten auf ein Wunder. Mhm. Aber die anderen finde ich natürlich auch toll. Ja klar, ich meine, wie soll es andere sein? Was steht denn bei euch als nächstes an? Ja, jetzt geht es ja viel um die Promo, mhm, das Album vorstellen und hier sein, bei dir sein. Ja, schön, dass und du da bist. Und dann planen wir natürlich auch demnächst wieder live unterwegs zu sein und auch live das zweite Album zu präsentieren. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Hier haben wir übrigens eure Single, Für immer. Jawohl. Und da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Aber bevor das natürlich kommt, möchte ich gerne mal wissen, was sagen denn eure Eltern dazu? Ich meine, du bist ja noch relativ jung und du bist ja irgendwie seit 2007 schon im... Was sagen denn deine Eltern? Ja, ja, aber was? Du bist ja seit 2007 irgendwie schon im Geschäft. Das ist ja schon eine ganze Weile. Du hast ja mit 20 angefangen. Was sagen die dazu? Ich habe tatsächlich sogar wirklich noch früher angefangen. Deswegen kennen meine Eltern das eigentlich gar nicht anders. Also mhm, die waren schon immer so, dass sie mich sehr unterstützt haben. Natürlich eine Mama, die passt immer auf, ne, dass das Kind auch sich nicht überanstrengt und genug isst. Und immer pünktlich von der Bühne geht. So ungefähr, ja, geh nicht so lange feiern. Nee, Quatsch. Aber ich bin ja schon groß und die unterstützen mich, klar, also so weit sie können. Sind die Eltern manchmal dabei? Meine Eltern waren, also mein erster großer, bei meinem ersten großen TV-Auftritt, das war total süß, da waren die dabei. Und standen im Publikum und ich habe sie dann auch gesehen. Und es ist natürlich so, Mama und Papa freuen sich und stehen dann da vor der Bühne. Also mir würde das Herz, glaube ich, bluten. Also ich würde ständig heulen, wenn ich mein Kind, ich wäre total stolz. Und ich glaube, das ist so eine ganz großartige Geschichte. Ach Mann, wenn man so ein berühmtes Kind hat.